Ne, es funktioniert nicht, warum auch nicht. Ich weiß nicht, warum es nicht funktioniert, aber es funktioniert nicht. Schade eigentlich. Das wird so. Pimp mal Flugzeug. Und den Haken haben wir auch schon. Das heißt, wir können schon ein paar Sondermissionen machen, die sonst nicht zugänglich sind. Den Haken muss man eigentlich immer mega lange spielen. Wie ich den ganzen Scheiß jetzt hinterhergeschmissen kriege, das ist echt witzig. Dann fliegen wir jetzt gleich dahin. Das ist voll witzig, echt. Die Mückenhänge auf der einen Seite, die Küste auf der anderen und genau in der Mitte zwei Hügel, die man auch Zwillingkartoffeln nennt. Sind sie Zwillingkartoffeln? Aber jeder Dritte, bei dem man hier ist, der hat irgendwie diese komischen Typis da getroffen, diese Frauen. Von allen kriegt man die Teile von den Frauen, weil die irgendwie die Knüpfungsteile anfangen können. Verstehe ich gar nicht. Da! Typi fährt mit Ding rum. Lande! In den Landen! Landi! Guckt es euch an, das sieht doch voll cool aus und so. Ja, das ist schon viele Jahre her, lange bevor ich mir den Flugzeugträger im Restpostenlager gekauft Im und abtransportiert habe. Ja, im Frühling war es. Restposten. Am 3. Ich oder 4. Übrig. April? Na, no, wie auch immer. Jedenfalls war das, bevor Charles Lindbergh hier war und so weiter. Aber da traf ich zwei Schwestern, Zwillinge, die um die Welt fliegen wollten. Mir war von Anfang an klar, dass daraus nichts werden würde. Aber sie wollten sich unbedingt auf den Weg machen, nicht? Und sie haben viel an ihrer Maschine rumgebastelt und hatten Teile übrig. Als sie losflogen, haben sie mir die Teile dagelassen. Und als ich dann den Flugzeugträger anschaffte, konnte ich sie mit an Bord nehmen. Jetzt hab ich sie also hier. Das sind aufregende Fliegerinnen. Und prima Bauteile. Vielen Dank dafür. Hat er gesagt, dass du sie haben kannst? Fliegerin findest du also aufregend? Man will ja gerne auf dem Laufenden bleiben. Ich meine, schließlich beschäftige ich mich in meinem Museum so viel mit der Vergangenheit, dass ich aufpassen muss, nicht den Anschluss zu verlieren. Sam Scribbler hat doch einen Haufen Luftfahrtzeitschriften, in die ich mal einen Blick werfen muss. Kannst du mir die abholen? Verlass dich auf mich. Willi Werkel eher erfüllt alle Aufträge, für die man Luft unter den Tragflächen braucht. Je Werkel er. Die Besprüche von ihm werden immer schlechter. Hast du noch was für mich? Hab noch was, hab noch was, hab noch was. Oh, hier ist es ja menschenleer. Keiner zu Hause. Da müssen wir wohl später wiederkommen. Oder gar nicht. Gag. Habt ihr es gehört? Gag. Finde ich lustig. Ich mag Gag. Speedo, Flugzeug. Speedo, Flugzeug. Hier bewahre ich die Luftaufnahmen von Ron McCoy auf. Sehr viele Luftaufnahmen. Eine Landkarte ist immer gut. Da wissen wir immer, wo wir gerade sind. Ja, ich weiß, was eine Landkarte ist. Das rote Flugzeug auf der Karte, das ist unsere Kiste. Hast du GPS in deiner Schrottkiste oder was? Das gab's zu dem Zeitpunkt, wo dieses Spiel entwickelt wurde, noch gar nicht. Klicky. Wie still das ist. Bei dem anderen Auto. Und hier einfach nur. Tja, jetzt fliegen wir über Anton Asbach. Er meint immer, dass. Typi. Villa. Weißt du was, Willi? Da oben in den Spitzbergen, ich glaube, da wird man von diesen neumodischen Dingen in Ruhe gelassen. Sag mal, könntest du dir vorstellen, da mal hinzufliegen? Wenn du zurückkommst, ja wenn, dann bekommst du als Dank ein Seil dafür. Wo soll ich fliegen? Die Spitzberge?
Was soll denn die Spitzberge? Will ich hin? Kenne ich gar nicht. Wahrscheinlich spitze Berge. So, Vereisung. Guck mal, wie 3D die Landschaft hier auch einfach ist. Ist echt krass. Aber es kommen noch so viele Aufträge, dieses Spiel hat so unglaublich viel Story, auch so wichtige Story. Also, so richtig wichtige Story, ne? Also, richtig wichtige Ist Story, so das storyhaftige nicht Story und ich. Wenn man die Luft unter den Tragflächen und die Luft unter den Tragflächen. Und jetzt kommt ein Schneesturm und wir stürzen. Bald ist unser Tank leer. Und was das bedeutet, kannst du dir ja aus. Tank doch Rhinocerosöl. Ja, ich habe Rhinocerosöl gesagt. Witzig. Auf diesem Untergrund kann man so nicht tanken. Dafür braucht das Flugzeug ordentliche Skier. Warum sollte es da nicht landen können? Das ist voll Bald sinnlos. Ist unser Tank leer. Und was das bedeutet, kannst du dir ja ausrechnen. Der Wind wird stärker. Aber für Piloten gibt es kein schlechtes Nur Wetter. Schlechtes Nur Material. Schlechtes Material. Ich bin Willi Werkel, ich kenne alle deine Sprüche auswendig. Ergi. Wow, dreidimensionaler Mensch. Der Treibstoff ist alle. Es hilft nichts. Wir müssen umkehren. Steam-Errungenschaft. Explosion. Wie kriegst du eigentlich dein Flugzeug jetzt von hier wieder nach Hause? Ja, das fragt natürlich keiner, ne? Ah, erstmal Kopfhörer rausziehen, die Nerven. Habe ich Scheide gekriegt? Was meinst du? Sollen wir mal nachschauen, was wir im Hangar für Bauteile finden? Habe ich gerade. Alter! Jetzt drehen sie aber am Rad hier. Ich meine, was geht denn ab? Das ist doch nicht mehr normal. Das ist schon bald nicht mehr zu verantworten. Die drehen ja nur noch durch. Ach du Scheiße. Ganz ehrlich, dass ich mich gerade so ein bisschen durchs Spiel hacke? Hier gibt's... Ach du Kacke! Willi Werkel! Autos bauen mit Willi Werkel die ganze Zeit. Nee, warte bis Willi Werkel kommt. Warte bis Friede Ferrum kommt. Warte bis Friede Ferrum. Ich will mal den Teil zugeschmissen. Ich weiß nicht, was diese Ein Drachenflügel. Der linke. Die Dinger weg. Die Dinger dran. Damit habe ich das fast ultimative Flugzeug. Mal sehen, wie sich unser Flieger in der Luft so macht. Zu dieser Lass uns losfliegen. Mega-Vulkan-Insel. Ich weiß nur, diese Tragflächen sind so schnell. Haben so einen extremen Auftrieb. Die Mückenhänge auf der einen Seite. Die Küste auf der anderen. Und genau in der Mitte zwei Hügel, die man auch Zwillingkartoffel nennt. Kartoffel. Ich bin eine dumme Kartoffel. Vielleicht muss ich einen dummen Vogel suchen, glaube ich. Oh, mein Mikro ist weggerutscht. Entschuldigung, war leiser. Jetzt bin ich laut! Okay, das war jetzt gerade wahrscheinlich voll für den Arsch und keiner hat was verstanden, aber ich habe euch alle getötet. Das ist witzig, ey. Steht Willi da irgendwie auf dem Bett? Ne, der hockt da rum. Das ist aber nicht unsicher. Das ist aber nicht sicher, Willi. Lass das mal bleiben tun sollen. Gleich fliege ich zu der Französin. Sag mal, ist das nicht toll, wie wir hier durch die Luft fliegen? Ja, ist wirklich toll. Ich brauche nämlich die Wasserdinger, weil ich hier auf dem Wasser landen muss. Victor Vulkan heißt der, glaube ich. Das ist so bitter. Ui, Landi. 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 Du bist so sanft auf der Wasseroberfläche gelandet wie eine Feder. Das Diplom für souveräne Wasserlandungen hast du dir mehr als verdient. Hammer. Ich hatte mich gerade als Seismologe niedergelassen, um Vulkane zu erforschen. Um mich herum herrschte eine friedliche Ruhe. Aber Hagrid. Eines Tages hörte ich ein Grollen in der Luft und dann landeten zwei Flugzeuge. Das heißt, das eine machte eine Bruchlandung. Bang. Bang. Aber das andere landete sanft und schön. In jedem Flugzeug saß ein Mädchen. Sie ließen das zerdepperte Flugzeug hier und flogen im anderen weiter. Die Teile habe ich noch hinterm Haus. Die beiden wollten um die Welt fliegen. Und wenn sie nicht zurück sind, dann sind sie wohl noch immer unterwegs. Zwei Schwestern. Mhm. Und sind weitergeflogen. Ja, ja. Aber die Teile, die sie dagelassen haben, die kann ich noch gut gebrauchen. Ohne Scheiß ist dieses Willi-Werkel-Kaff-Dings hier eigentlich die ganze Welt? Die Risse in dieser Vulkaninsel werden immer größer. Aber um sie genau zu messen,
Um herauszufinden, ob das nächste Erdbeben morgen oder in 1000 Jahren vor der Tür steht, braucht man einen richtigen Seismographen und Rissmesser. Ich glaube, der Polarforscher, von dem ich neulich im Radio gehört habe, hat sowas. Kalle Kuhl heißt er. Ja, ich flieg manchmal bei ihm vorbei. Bist du noch nie? Mal sehen, was ich machen kann. Du hast ein Drecksflugzeug, mit dem du da gar nicht landen kannst. Verarsch mich nicht. Kalle Kuhl. Ich glaube, der muss sich Comics bringen oder so. Und dann kriege ich den Scheiß. Jetzt fliege ich aber erstmal zu Penner Arsch. Geigen-Typi. Nein, ich mache jetzt eine Bruchlandung und dann fliege ich zu der. So ein Tosse. Sturzflug kann böse enden. Hey, so durstig bin ich auch wieder nicht. Hey, haben wir ein Schiff gebaut? Nein, aber ein Wasserflugzeug. Auch wenn es Luftschiff heißt. Auf Tauchstation wollte ich nicht gehen. Ich will einfach wegchillen, der Hund. Ich kann schwimmen. Mia hat's echt im Griff. Noch mehr. Mit diesen Teilen können wir neue Flugzeuge bauen. Alter! Jetzt ist aber mal gut. Also langsam? Ich komm nicht mehr drauf klar. Das ist ja krank. Was ziehen die hier denn ab? Hey, wartet mal. 1, 2. Schön. Ich glaube, ich habe alle Teile für den Senkrechtstarter. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass ich alle Teile für den Senkrechtstarter habe. Hier ist alles voll. Verarsch mich nicht. Jetzt ist der Boden. Oh Gott, was geht denn hier ab? Ich wollte die ganze Scheiße doch gar nicht haben. Habt ihr mich doch mit zugemüllt? Voll die Spammer hier. Sind das da Ski? Ich könnte das Spiel jetzt durchspielen. Das ist so das Projekt ist ja in Parts beendet. Was ist das denn? Das ist doch nicht normal. Oh, erstmal der beste Tank. Dann das beste Flugzeug. Tonnenweise Scheiße. Das Spiel, das verarscht mich doch gerade. Als ob mir das gerade echt alle Teile geschenkt hat. Mann, sieht das hier aus. Jetzt müssen wir erstmal ein paar Teile zurück ins Regal legen. Oh Gott. Dass es ja aber auch nicht so eine Autosortenfunktion oder so gibt. So clicky und alles wird sortiert. Nee, jedes Teil einzeln. Ich glaube, das war alles, was ich brauche. Ich glaube schon. Hier ist alles voll. Was ist das? Der rechte Tragflügel für das Delfinflugzeug. Delfinflugzeug. Ja, nee, ist klar. So, erstmal alles abmontieren. Wir brauchen nichts. Nicht Einzelteile. Der Haken war scheiße abzukriegen. Den muss man genau treffen. Wie kommt man das Ding auch drehen? Ja. Bester Motor, bester Tank. Was geht denn ab? Ey, das ist voll krass gerade irgendwie. Ich komme gerade nicht mehr drauf klar, wie krass das ist. Ich kriege aber alle Teile. Nee. Dran. Das war's, oder? Das ist das Flugzeug. Ja, es funktioniert. Boah, wie geil! Ich hab den Supercopter. Okay, dann speichere ich den jetzt schnell. Brauche ich ja auch noch. Ich glaube, ich habe jetzt echt alle Story-relevanten Teile. Ich habe Kufen, ich habe Scheiße, ich habe Kacke, ich habe Mist, ich habe Dreck und ich habe einen Hund. Ey, tut mir leid, aber ich komme gerade irgendwie nicht. Hier holst du ein Flugzeug, das du im Fotoalbum gesucht hast. Wie soll das Flugzeug heißen? Ja, Vertical Takeoff and Landing. Hier holst du ein Flugzeug, das du im Fotoalbum gespeichert hast.
So. Jetzt bin ich auf Yoshi. Ach, fuck. Dich brauche ich noch und dich brauche ich noch. So.